Kaum sind die Olympiateilnehmer des SC Magdeburg wieder in ihrer sportlichen Heimat, da stehen auch schon die ersten öffentlichen Termine an. Nach dem Sieg der Handballer im First Four in Nordhorn am vergangenen Wochenende ging es jetzt geruhsamer zu, beim offiziellen Empfang des Oberbürgermeisters. Dr. Lutz Trümper hatte eingeladen und fast alle waren gekommen. Aber das ist schwer mit der Medaille, ja. Aber nicht weggeben. Nein. Das sind die Magdeburger Olympiateilnehmer. Unsere Goldhandballer Green, Damgaard und Christiansen, Bronzemedaillengewinner Finn Lemke und Viertelfinalist Marco Besiak, die Schwimmerin Franziska Hentke und ihr Kollege Florian Wellbrock und der Weltklasse-Ruderer Marcel Hacker. Lediglich Sportschützin Jana Beckmann war terminlich verhindert. Nach den Begrüßungsworten durch den Oberbürgermeister ging es gleich zum medienwirksamen Höhepunkt. Die Sportler durften sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Eine Erfahrung, die für den einen einzigartig, für den anderen nicht mehr ganz so neu ist. Betrachtet man nur die Medaillenausbeute der SCM-Athleten, dann gab es durchaus schon erfolgreichere Jahrgänge. Helmut Kurath, der Leiter des Olympiastützpunktes Sachsen-Anhalt, nimmt seine Sportler jedoch in Schutz. Wir haben in den olympischen Wettkämpfen natürlich immer die Top-Athleten und die Top-Leistungen dann eben dort gesehen. Leider sind nicht alle unsere Wünsche an der Stelle aufgegangen, aber trotzdem sind zum Beispiel auch Leistungen von Marcel Hacker, von Florian Wellbrock oder von Franzi Henke absolut genauso eben mit zu würdigen, die an dem Tag teilweise vielleicht auch ein bisschen unter ihren Erwartungen eben blieben oder auch ganz einfach wie Florian Wellbrock erstmal olympisches Flair haben schnuppern können, damit sie bei den nächsten Olympischen Spielen besser und weiter vorne liegen. Ganz gleich, welche Platzierung die Sportler erreichten, sie tragen durch ihr Verhalten immer auch ein Stück zum Magdeburger Image in der Welt bei. Das ist ein Punkt, von dem unsere Elbestadt schon seit Jahren profitiert. Die Sportler, die in Magdeburg agiert haben in den letzten 20, 30, 40 Jahren, haben immer dafür gesorgt, dass Magdeburg bekannter wurde. Ob das Fußball, Handball war, Leichtathleten waren, Schwimmer waren. Es gab ja Olympiasieger auch in anderen Disziplinen, mehrfach auch im Schwimmen und der Leichtathletik. Das waren immer Botschafter unserer Stadt und das wird in Zukunft auch so sein. Auch wenn die Erfolge nicht mehr so ganz toll sind, wie es mal war. Aber die Welt hat sich geändert. Es gibt viel mehr Länder heute, die Spitzensport auch machen, die gute Trainer haben, die mitmischen, was vor 20, 30 Jahren nicht der Fall war. Und von daher ist es heute schwieriger, Erster zu werden, als es noch vor, sagen wir, 60, 70 Jahren der Fall war. Apropos Erster werden. Für die Handballer geht es am Wochenende schon um den ersten Titel. Am 31. August treffen sie in Stuttgart beim Supercup-Finale auf die Rhein-Neckar-Löwen.